Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 auf der Fox Farm. Und wir haben im letzten Mal ja ganz erfolgreich ein wunderschönes Gewächshaus gebaut und diese riesengroße Halle. Wo ich mir so gedacht habe, Mann, ist das ein dicke Ding. Aber okay, ja, danach konnte ich es einfach nicht lassen. Hier ist jetzt ein Zaun, ja, quasi als Begrenzung für Fahrzeuge, die hier reingefahren werden. Ja, die Krähen sind am Start, ist ja klar. Und hinterm Zaun wächst eine Hecke. Und der gleiche hier auch. Fand ich optisch schön, ist mir gerade noch so durch den Kopf geschossen, kurz bevor ich die Aufnahme denn ausgemacht habe, wo ich mir so dachte, boah, das machen wir mal noch schnell. Ja, der war da leider nicht dabei, dachte mir, ach, so wieder doof, wenn ich das alleine mache. Ne, hier, da, guck, Zaun, Hecke, schön. Wir würden heute eventuell ein bisschen weitermachen mit der Hofgestaltung, oder? Weil wir sind ja ackerbautechnisch eigentlich durch. Hier muss erstmal ein Hydrant hin. Den bauen wir bei... war der bei Container? Ja! Da wollen wir hier einen schönen Brunnen vorbauen. Wir können das ja richtig cool machen eigentlich. Ne? Wir haben ja... Wobei, ich möchte mir das... Wir können hier am Rand... Guck mal, wenn wir den hier hinstellen. Hier ist der wunderschön, oder? Der Brunnen, hier so, so, da, so, so, da. Mit Beton, das ist jetzt nicht schön. Müssen wir nochmal abändern. Landschaftsbau malen, ja. Wir machen uns hier wieder schön dreckig. Hallo? Dann machen wir erstmal Sand. Und ein bisschen Gras. Und das. Und dann ist es wieder so. Und ich möchte das aber gerne so. Und dann vielleicht so. Ja, so Socki. Eine kleine Krume mit Gras vielleicht noch dazwischen. Ja, dass es nicht so steril aussieht. Hier so. Guck mal. Ah, perfekt. Und schon fertig. So. Hier vorne noch ein Busch. Was haltet dann von der Idee? Es kommt keiner. Oh, zwei. Ne, ist ein bisschen groß viel. Haut mal nochmal ab, Jungs. Wir machen das ein bisschen anders. So. Und vielleicht. Okay. So. Der ist doch hübsch. Ne, der gleiche hier. Und nochmal. Ach, zwei, so ja. Supi. Guck mal, das ist doch dann wunderschön. Und hier vielleicht. Ach. Siehst du? Mann, das ist so einfach. Schön bauen ist manchmal so einfach. So, fertig. Siehst du. Und schon ist das Gewächshaus hier wunderbar eingegliedert. Apropos Gewächshaus. Hier ist Krach. Wir brauchen ein Wasserfass. Haben wir was im Angebot? Was brauchbares? Niet. Okay, dann gehen wir bei der Tierhaltung. Wartet hier. Weil Wasserfässer haben wir derart viele. Das ist cool. Das wollte ich nämlich haben, genau. Kosten nur 1000er, das nehmen wir auf jeden Fall. Hauptfarbe vom Anhänger. Machen wir mal in Hammerit-Braun, oder? Genau, frisch gestrichen. Die Felgenfarbe. Alte Beige. Hatten wir noch über. Kostet 1075. Nehmen wir. Bedeutet, wir müssen mit dem Pickup losschießen und den abholen. Ist hier der Hund? Ja. Der guckt traurig durch den Zaun. Was ist los, mein Kleiner? Alles klar? Ja, genau. Holt ihr mal eine Zecke im Gras. Perfekt. Haben wir schon Eier? Mädels, habt ihr Eier schon fertig? Hier? Hallo? Zeig mal. Ach, ich will euch nicht stören. Entschuldigt bitte. Dann nehmen wir hier drüben nochmal gucken. Was ist denn los hier? Ich will Eier haben, Mädchen. Strengt euch mal an, ja? Der Hahn sitzt da so dumm rum. Genau, du bist gemeint. Mach mal was. Gut, ich hätte gesagt, sonst fahren wir eine Runde Eier verkaufen, wenn wir welche hätten, aber negativ. Macht ja nichts. So. Wollen wir hier einen Baum hinstellen? Warte mal. Wir sind ja gerade im dekorativen Modus unterwegs. Ne? Wenn man immer so drin ist, dann geht halt voll ab. Bäume. Ich wäre ja für eine kleine Birke. Hier so, guck mal. Natürlich, dass sie hier nicht berührt, ist ja klar. Hier so? Die habe ich jetzt einfach hingestellt. Guck mal. Der sieht doch gut aus. Dann machen wir hier hinten noch eine hin, ne? Oh. Da nochmal. Also ohne Quatsch, mit Bäume hinbauen wird es wunderschön und auch verdammt schnell wunderschön. So, hier so einen komischen Chicorée oder wie das heißt. So ein Busch. Warte mal, das müssen. Oha, die werden immer größer. Mach mal kleiner, ja, der ist hübscher. So, der wohnt da. Na bitte. Haben wir doch. Warte mal.
Das gleiche machen wir hier nochmal. Ist der kleiner hier? Jo, der ist auf jeden Fall kleiner. Der kostet nur 20 Euro. Sehr schön. Dann machen wir davon zwei. So. Na, guck mal. Und schon ist hier schön. Oh, macht voll Spaß. Jetzt hätte ich eigentlich echt viel Kohle nötig. So, da wohnt der nächste. Dann könnten wir hier immer schön feine Sachen machen. Wir könnten hier Büsche lang pflanzen, ne? Wir könnten hier aber auch so eine kleine Reihe Bäumchen machen. Oder wir machen hier erstmal nichts. Weil das kommt. Wobei, das müssen wir behalten, ne? Na, okay. So. Okay. Pflanzen. In den Busch. So. Ne? Dann ist es nicht so langweilig hier am Haus. Okay. Hier können wir so ein dickes Ding hinbauen, wenn er kommt. Da, siehst du wohl. Hier unter der Hundehütte daneben. Und nochmal. Schön. Mal hier so ihn nochmal. Dann machen wir da halt zwei. Geht doch rucki zucki. Dann machen wir hier hinten halt so grün, ne? Hier muss ja nicht immer überall in Gebäude stehen, wenn hier einfach mal Botanik am Wachsen ist. Damit komme ich auch klar. Sehr schön. Warte mal, dann machen wir da noch hin. Ah, die sind ja schon groß, die Kollegen, ne? Da nochmal. Hier nochmal. Da so. Na? Ach doch, das ist schön. Mit Kleinkram kann man echt viel tolle Sachen machen. So, hier vorne. Wachsen ein paar Blümchen. So, das ist eh ein Busch weg. Da ist er wieder da. Super. Ja, also holen wir jetzt das Wasserfass ab. Oder brauchen wir noch mehr? Warte mal. Unter Umständen. Die Mod-Vorstellung, die gerade hochladet, die ihr schon lange gesehen habt, bevor dieses Video kommt. Wir haben ja hier einen Mulcher, ja? So, aufpassen. Wir haben ja hier, also der Gerät, ja, den haben wir gerade. Ich hätte ja aber gerne den. Weil der ist viel schöner, der ist zwar, ja, vom Preis erschwinglich auf jeden Fall. Klappmechanismus schnell. Hauptfarbe, muss ich ehrlich sagen, hat mir das hier ganz schön doll angetan. Weil wir aber einen roten haben. Würde ich auch. Wobei, das Grün war auch cool. Das ist ganz schön. Das ist noch ein bisschen kräftiger. Ja, kennt ihr das, wenn man sich nicht entscheiden kann? Oh, die Nase kribbelt. Eieiei. Ha, gut. Falscher Alarm. Doch, wir nehmen das in Blau. Felgenfarbe bleibt weiß. Bin ich voll dafür. 44.000. So, hätten wir schon zwei Sachen zum Abholen und den anderen Mulcher zum Zurückbringen. Problem, der neue, der braucht echt Leistung. Ne? Wir haben jetzt hier so einen Mulcher mit Anspruch von 160 PS. Nur, ich hätte jetzt mit 200 gerechnet. Ernsthaft? Warte mal. Nee, doch. 200. Ha, Walzen. Guck mal. Aha, interessant. Aufpassen hier. Ja, richtig wichtig. Nicht das Falsche nehmen. So nämlich. Wir haben nämlich schon eine Walze. Die ist blau und das andere ist dann so blau-sandfarben. Ja. Okay. Das ist hier ganz schön nackt. Jetzt habe ich Bock auf Pflanzen und so. Bäumchen bauen. Landschaftsbau, Bäume. Was können wir denn hier? Können wir Laubbäume pflanzen? Nur Krippelkiefern. Och nö. Ich will ein paar schöne Tannen. Wenn nicht, müssen wir uns die Tannen selber pflanzen. Das ist ja nur nicht das Problem. Was ist hier mit so einem Stockstrauch? Da. Und der ist. Oh, der ist ja schön doll groß. Der Freund. So. Eine kleine Birke. Nach da. Und dann vielleicht eine kleine Weide. Wo sind sie denn? Hier, das ist eine Eiche, ne? Wir könnten auch Laubbäume pflanzen. Das wäre auch cool. Ne, eine Krüppelkiefer will ich nicht. Ne, die Weide ist ja schon doll groß. Aber die schmeißt Schatten ohne Ende. Die kommt nach da. Die kostet auch 500, ne? Hm. Birke nochmal größer nach da. Was haben wir hier noch? Ein Gorri. So, eine Ulme?
Oh. Oh, die ist riesig. Geil. Die ist voll schön groß, oder? Also eigentlich. Sonst hätte ich gesagt, pflanzen wir uns hier an der Seite Bäumchen entlang. Kleine Birken, oder? Wollen wir kleine Birken machen? Ich finde kleine Birken immer schön. Vielleicht mittlere, die sind noch ein bisschen schöner. Müssen wir nur einen richtigen Abstand zueinander finden. Dann geben wir hier noch ein bisschen Geld aus. So. So. Die Hühner sind total begeistert davon. Die finden das toll. Die kriegen sich ja nicht mehr ein. Wenn sie jetzt noch Eier legen, dann wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Das wird wieder so ein richtig geiler Hof. Der Performance frisst ohne Ende, weil hier haufenweise Krempel rumstehen wird. Das weiß ich jetzt schon. Aber ist mir egal. So. Haben wir noch irgendwelche Buschwerk? Ist ein bisschen doll groß, ne? Ach, so eine olle Krüppelkiefer. Wobei, komm, Ene, ne? Ene kann sich ja mal verirren hier. Das ist ja fast akzeptabel. Was ist denn hier mit sowas, ne? Das ist so doll groß. Na, denn da mal so ein Ding. Und den Rest würde ich bald mit Büsche aufpflanzen hier. Mit so einem Strüpp. Na, schön am Zaun entlang. Die sind auch ganz schön groß. Die Nase juckt immer noch. Was ist denn da los? So. Okay. Nach da. Warte mal. Halt. Halt. Nun mal doch. Naja, doch. Der ist mir doch zu groß, der Busch. Dann noch da. Und so. Und hier. Und da. Und hier. Ist eigentlich voll schön, dass er das so willkürlich macht, ne? Und nicht so generisch. Noch so ein paar grünere hier mit einer anderen Farbe. Oh, doch. Die sind schön buschig. Der Busch ist buschig. Guck. Der Busch ist buschig. Der heißt buschig. Mit SCH und ich. Ne? Ey, ständig, wenn du das bei Tubeloop oder irgendwo so Videos guckst, ne? Ach, die sagen alle mal buschig. Oder Fleisch. Oder. Oh, das heißt Fleisch. SCH. Ja, nicht. Ist das schön flauchig. Wie ein Sprachfehler. Malen. Was haben wir denn hier? Ditte? Ja, passt. Okay. Ein paar Blümchen noch. Für die Abwechslung. Alter, hier Rennhühner. Übelst abpesen die Teile. Voll die schnellen so. So. Guck mal, wie hübsch das wird. Also alleine hier hinten, ne? Da, wo wir uns eigentlich fast nie rumtreiben werden. Guck mal, der Hund, der ist auch total fasziniert. Der wackelt mit dem Schwanz vor Freude. Ehrenhund. So, und das und hier und da und Blumen überall, tralala. So, guck. Ich erzähle schon wieder total viel Quatsch heute, aber weil es Spaß macht. So, ne? Weg. So, und Pflanzen. Da. Gelb. Ja, mal nicht zu doll, immer wiederholend, das Muster. Hier sind so ein paar weiße bei, hier noch ein paar gelbe drin. Siehste. Und schon ist sie zu viel. Da noch ein Busch. Und hier noch ein Busch. Da noch. Die lockern jetzt ein bisschen auf, ne? Dann ist das hier nicht so generisch. Ich möchte das nicht, dass das aussieht, als wäre das so gewollt. So, guckst du? Oh, wunderbar bewachsen hier die ganze Zaunfront, oder? Guck mal. Wenn man hier so lang schaut. Ach. Gartenlandschaftsbauer, ich sag dir das immer wieder. Das ist wunderschön, oder? Guck dich das an. Und schon ist es nicht mehr so eine hässliche olle Graskante zum Acker hinüber, sondern einfach jetzt, ne? Schön. Als würde das hier einfach so wachsen, mit Absicht. Ja. So. Das war wieder ein Exkurs in die Hofgestaltung. Mal schnell. Hier fehlen noch Büsche, sehe ich gerade. Alles klar. Ich muss mal auf den Geld gucken. Ach, davon haben wir noch genug. Dann können wir das ja alle machen. Machen wir nicht, keine Angst. Empfehlen kann ich nur diese runde Textur, weil dann malt er ein bisschen Vorsicht, ja, quasi. Ja, so. Und hier noch ein paar Büsche drin. Mann, das ist ja das reinste Biotop, wird das schon wieder. Geil. So, Blümchen, da, da. Und da. Ja. Super. Guck. Fertig. So, ach ja, guck mal. Was hier so zwei, drei Büsche ausmachen, ne? Und schon sieht das alles viel angenehmer und schöner aus. Vorteil ist, wir brauchen kein Gras mähen. Guck mal, die gliedern sich gleich ein.
Die Bienenhäuser, die fallen ja nicht mehr so auf, weil hier einfach Krempel drumherum wächst. Das ist wunderschön. Ne, hier ist so eine sehr schöne Hofgrenze entstanden und die lassen wir so. Das gefällt mir. Guck mal, der Hund ist so vergeistert, der findet das toll. Nicht wahr, mein Kleiner? Ja. Das ist doch was, ne? Genau. Ha. Siehst du? Er ergibt sich vor unserem Talent der Hofgestaltung. Hier werden wieder Sondersignale empfangen. Okay, ich störe hier mal nicht. Ich gehe mal weiter. Frage, machen wir hier mit Birken weiter oder lassen wir das erstmal offen? Also wir haben ja schon mal den, ne, den Anfang gemacht. Hier ist auf jeden Fall erstmal schön. Also von der Botanik her toll. Hier nicht so. Hier ist noch karge Wüste quasi. Hier könnten wir auch noch was tun. Aber ich hätte gesagt, wir überlegen mal lieber, wie kommen wir denn an Geld ran? Wir haben gerade mal Tiere. Die haben keine Eier, weil der Hahn legt keine Eier. Kuhstall groß, groß, groß. Frage, wie viele Kühe passen denn hier überhaupt rein? Ich weiß es nicht. Interessant wäre der schon. Land. Ja? Ich hätte gerne dieses Feld. Das kostet aber 900.000. Das finde ich verdammt doll teuer. Dieses Land kostet knapp 800.000. Das ist sehr teuer. Wir haben keinen Kredit. Das ist sehr schön. Wir haben auch noch was im Hofsilo, ne? Knapp 100.000 Weizen und über 60.000 Hafer. Aber die Verkaufspreise, die sind alle im Januar. Im Januar ist heftig. Wir sind aber gerade im August. Ja, müssen wir noch warten. Da hinten ist der Funkmast. Der macht schon mal Geld. Ist schön. Okay, ich bin am Überlegen. Brauchen wir noch ein Fahrzeug? Wir haben eine Seemaschine. Die haben wir nicht lange, verspreche ich euch. Die ist nur zum Übergang. Wir haben Düngerstreuer. Damit komme ich klar. Wir haben einen Flug, der ist kacke. Und wir haben eine Walze, das ist gut. Wir haben Striegel mit breiter Arbeitsbreite, das ist okay. Wir haben hier einen Mulcher, der geht weg. Wir haben einen LKW mit Mulde. Wir haben so ein Ding. Wir haben den großen Traktor, wir haben den ganz kleinen Traktor. Was brauchen wir denn noch? Theoretisch wären die vier Sammelobjekte echt nicht schlecht, ne, dass wir da mal rankommen. Warte mal. Ah, hahaha, warte mal. Wo wir gerade dabei sind, hier schön zu bauen. Birken. Ich brauche Birken. Wir müssen hier noch, ne? So, eins wie Bäumchen müssen wir noch mal klatschen. Anders sieht das nicht. Vielleicht noch eine Nummer größer, die Birke, weil die Halle ist groß. So, nämlich. Ach, guck mal, wie wunderschön. Dann machen wir hier noch eine. Und hier noch eine kleine. Und dann sind wir fertig. Guck. Sieht gleich ganz anders aus, oder? Hm. Oh, frische Pflanze und schon werden die Blätter gelb. Oh, oh, hoffentlich gehen die nicht ein. Das ist quasi Brachfläche, die wir nutzen können. Und ich bin immer noch gewillt, den Hof schön zu bauen. Also vor allem praktisch, weil die Halle steht da im komischen Winkel. Die Saatgutsilos sind vielleicht noch nicht in finaler Position. Müssen wir mal schauen. Die Unterstände bleiben. Dann können wir nämlich unseren Krempel schön darunter parken. Das Silo hier würde ich lassen für Hühnerfutter. Und ja, nochmal gucken. Ob wir noch anstellen. Die Halle ist erstmal. Aber ich denke mal, wenn das eh mal steht und so wie das hier eingebettet ist mit dem Zaun und alles, bleibt das auch erstmal so. Feldarbeit können wir gerade nicht machen, richtig? Warte mal, was ist denn? Das Feld, die hört damit zu. Das kostet. Wächst da was drauf? Warte mal. Nö. Ist irgendwas erntereif? Gerade nicht. Die anderen Acker, die kosten alle viereckig, ne? Ach, verdammt. Das wäre eine schöne lange gerade Wiese. Ich bin fast bereit, einen Kredit aufzunehmen für einen Kuhstall. Aber dafür bräuchten wir erstmal viel Gerätschaften und Krempel. Wir könnten Tannen pflanzen. Dafür brauchen wir aber eine Setzlingmaschine. Und dann könnten wir hier lang feuern irgendwo. Wobei hier hinten ist schön. Wir haben eine Hofwerkstatt. Ah, genau. Das müssten wir aber alles beim Kuhstall da hinten machen. Wir brauchen echt mehr Geld, dass wir Land kaufen können. Das ist der Hammer. Ich frage mich gerade, wie wir an Kohle kommen. Ist halt schwierig. Dann fahren wir mit dem LKW zum Shop und holen die neuen Sachen ab. Hilft ja alles nicht. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal sehr produktiv unseren Hof verschönert, wo wir von hier aus fast ja nicht sehen können. Ne? Ehre.
Und dann klappt es. So, die old Stützbäne von der Mulde, die fahren aber ganz schön doll hoch, ne? Wahnsinn. Ach. So, ich hab die Geschichte mal ein bisschen leiser gemacht. Das hält ja keiner aus, nicht. So. Naja. Dann immer ab zum Shop. Oh, ich mag diesen Tieflader, der ist echt cool. Wir haben eine Strommiete, wir haben Einkommen durch Honig, wir haben Bienen. Naja, es wird doch langsam. So ein paar Tannen hätte ich trotzdem sehr gerne. Müssen wir mal gucken, wann wir das bewerkstelligen. Auf jeden Fall werden wir das bewerkstelligen. So, und das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung, dass wir uns einen Tieflader gekauft haben, weil mit dem LKW... Wir haben den Mulcher vergessen. Ja, geil. Da werden wir den zurücksetzen und dann hier verkaufen. Klasse, ne? Wenn man mal so vorschnell losfährt und alles halt vergisst. Toll. Einfach toll. Naja, steckst du halt nicht drin. So, gleich da, siehst du wohl. Dann können wir nämlich unser Gewächshaus noch in Betrieb nehmen. Das ist doch schon mal cool. So, weil wir nämlich Glück haben, kriegen wir mit unserem LKW die ganzen Geschichten hier noch nicht mal irgendwie bewegt. Ne, warte mal, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unseren Mulcher zurückbekommen. Der wird hier noch zu Hause auf dem Hof rumstehen. Toll. Hallo? Aber das sind immer nicht jeden mit den Gerätschaften, dass man die nicht... Warte mal. So. Das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht. Das nicht. Tada! Zurücksetzen. Ja. Okay. Und alles wieder an. So. Gut. Wo steht er? Da ist er. Der Rote, der geht erstmal zurück. Ne? So. Übelst nervig, die olle Tastenbelegung, die muss man jetzt regelmäßig neu machen, weil jedes Mal, wenn du einen neuen Mod installierst, kann sein, das Spiel sagt nein. Dann stehst du da, kannst du erstmal alles wieder neu einstellen und, aber der Tipp von euch mit einfach zurücksetzen, war echt praktisch. Boah, schwer. Superkraft sagt, eieiei, was ist denn hier los? Erleiden wir gerade leichte Problematiken? Ich hoffe ja nochmal nicht hier. Was ist denn hier los? Komm, heb mal hoch. Ah, guck mal. Beim ersten Mal. So, wie steht denn das? Na, fast perfekt. Komm, den Ticken rüber. So. Akzeptabel. So, das Ding nehmen wir an der Hand, ne? Das wird ja wohl jeden Ali, ne? So, okay, wir nehmen es in die Hand. Die natürlich auch. Den parken wir hier hinten auf die Räder, weil das schwer ist. Ja, so, 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 so. So. Na siehste. Haben wir doch wieder schön eingekauft heute. Angoten, zuklappen. Und ab nach Hause mit dem Quatsch. Sehr schön. Dann haben wir einen großen Mulcher. Wir haben ein Wasserfass. Damit können wir unser Gewächshaus in Gang bringen. Und da läuft die Sache. Ich feiere den Motorsound von dem LKW. Der ist echt toll. Aber der Rückfahrsound macht alles wieder kaputt. Ja, auf jeden Fall. Und der LKW ist jetzt nicht sonderlich schön. Aber günstig. Und weil er günstig ist und schnell fährt, haben wir ihn erstmal. Ne? Wir müssen gucken, notfalls machen wir Feldarbeit irgendwo bei irgendeinem. Oder wir können natürlich auch wieder richtig krass böse sein. Wir nehmen uns einen Kredit auf, kaufen uns ein erntereifes Feld, ernten das ab, verkaufen das und die Ernte, die verscheuern wir. Ne, dann haben wir
quasi plus minus null mit dem Land, haben aber das Silo voll mit Zeug. Das funktioniert super. Das sollten wir vielleicht mal in Angriff nehmen, dass wir den Dröscher mal so ein bisschen, ne, in Gang kriegen. So, der Zaun hier vorne sieht noch sehr, sehr lieblos aus. Da sollten wir uns drum kümmern. Und die Kette ja dann noch eine Getreidemühle. Dann können wir nämlich die Ernte, die wir geerntet haben, erstmal schon mal verwursten. So, da steht jetzt wieder hier schön dumm im Weg rum. Wir holen uns den Pickup. Und, ach, guck mal hier. Ne, das Haus steht wunderbar im Schatten von Bäumen. Ja, permanente Sonneneinstrahlung. Da brauchen wir auf jeden Fall Schatten. Der Eismann ist da. Ist ja wunderbar. Richtig coole Sau. Guck mal, mit einer Hand in der Mitte am Lenkrad und so, eins am Schalthebel. Ey, hängt ihr dran? Seht ihr das? Ihr seht das nicht. Bitte sag mir nicht, du kannst das nicht anhängen. Jetzt sag mir nicht, der Pickup ist massiv dumm und kann das nicht. Ach. Gut, das üben wir noch. Oder gibt es wieder irgendwelche bekannten Probleme seit dem Patch, wo ich noch nicht Bescheid weiß. Ach. Das ist doch traurig. Guck doch mal, was soll denn das schon wieder? Ach, Leute. Es ist doch echt nicht schön. Gut, dann ist der Ford halt dran. Hilft ja nichts. Ruckelt das Video? Ich hoffe ja nicht. Oh, das wäre echt schlecht. So, Ford, komm mal her. Ich muss mir die Aufnahme gleich mal angucken, weil wenn es ruckelt, das geht gar nicht. Er kaspert sich ihn ab beim Schalten. Das ist cool. So, geht doch. Na, lässt den Kopf dann schon hängen, aber ist mir wurscht. Wir machen die das voll mit Wasser, obwohl da Herbizide drauf stehen. Ne? Die waren halt vorher drin. Wir haben auch nicht ausgespült. Wir nehmen es so, wie es kommt und fertig. Wir sind da voll hier gefahren. Klasse. Hat ja nicht so gut geklappt. So, voll machen, leer machen. Voll machen, leer machen. Au. Oh, da haben wir wenigstens Beschäftigung. Das ist ja cool. Guck mal. Wir können nämlich vor Ort befüllen und wieder entleeren. Aber das entleert relativ schnell. Der fing dahin nur 1000 Liter Ritt passen, ne? Bist du hier gut dabei. Macht Spaß. Seht ihr den Füllstand? Zack, voll. Zack, befüllen. Zack, befüllen. Irgendwann ist das Gewächshaus voll. Man könnte jetzt auch ein großes Wasserfass hier hinstellen, aber hey. So, wir können aber dem Gewächshaus noch sagen, was hier passieren soll. Und soweit ich weiß, macht Salat echt viel Gewinn, oder? Produktionsketten, schaut mal. Honig haben wir behalten? Nee. Direkt verkaufen, bitte. Jetzt stehen da Honigpaletten rum, oder? Auch mal auf. Tomaten. Wir aktivieren einfach alles. Hier gibt es alles. Direkt verkaufen, direkt verkaufen, direkt verkaufen. So. Na? Klasse. Fast voll. Guck mal hier, 18.000 Liter sind schon drin. Honigversand aktiv, direkt verkaufen. Naja, läuft doch. Ein Bein frei. Und voll. Und aus. Und schön. Fertig. Aber wir lassen den nicht stehen, weil wunderschön ist. Guck mal. Oder? Fällt ja nicht auf, dass hier was steht. So mag ich das. Ne, guck mal, aus dem Nichts erschaffen wir was. Hier ist einfach nur blanke Prärie und wir machen hier einen tollen Hof draus. Ne? Die Botanik da bei der Halle ist schön. Hier ist wunderschön. Alles schön. Das ist so schön, dass es heute schon wieder vorbei ist, Leute. Hat Spaß gemacht, ne? Den grünen Daumen mal wieder schön in der Erde steckt. Ihr kriegt, was für Pflanzen dabei rauskommen. Beim nächsten Mal müssen wir mal sehen, dass wir irgendwo einen Acker rankriegen. Dann werden wir den abernten, dann wieder verscheuern und aus der Ernte machen wir Geld, ne? So in dem Dreh ungefähr, dachte ich mir, dass wir mal so ein bisschen an Kohle rankommen. Bis dahin, mach keinen Quatsch, reinhauen.
Thank you.